So, hallo aus Holland. Sieht ganz gut aus hier, ne? Ja, ich wollte in Berlin eigentlich eine Rede halten und ich bin nicht wirklich dazu gekommen. Aber das mache ich einfach jetzt. Und das ist hier vom Meer auch eine schöne Idee. Ich sehe diese Menschen hier und ich sehe viele Menschen, die glücklich sind, die sich in den Arm nehmen, die zusammen spielen. Und wenn ich ein paar Meter weiter gehe in die Stadt, dann steht da einer und regelt den Verkehr um den Marktplatz herum. Das heißt, da ist ein Markt und alle Menschen, die dort sind, dürfen nur in eine Richtung laufen, also rechts um die Kirche herum. Und wenn einer versucht, in die Gegenrichtung zu gehen, dann kommt jemand mit einer gelben Weste an und sagt ihnen, dass sie jetzt in die andere Richtung laufen müssen. So sind wir drauf. Und in Deutschland glauben die Menschen, dass wir in einer zweiten Welle sind, ohne dazu zu schauen, dass das Robert-Koch-Institut die Testungen pro Tag, die Einzeltestungen massiv in die Höhe gefahren hat. Dadurch kommt es natürlich absolut gesehen zu mehr Fällen, ohne dass sich in Bezug auf die einzelnen Fälle was daran geändert hätte. Die Wahrheit ist, und viele haben es immer noch nicht verstanden, und deswegen muss ich es ganz deutlich sagen, die zweite Welle ist eine Lüge. Und jeden Tag länger, indem ich das beobachte, kann ich nur sagen, die erste Welle war es auch. Es sind Menschen gestorben, die gestorben wären. Es sind viele Menschen gestorben, weil sie völlig falsch behandelt wurden. Wie wir mittlerweile aus Studien wissen, ist jeder Zweite, der beatmet wurde, gestorben. Und nicht die Erkrankung war sein Todesurteil, sondern dass man ihn beatmet hat. Ganz am Anfang hat jemand gesagt, die Heilung darf nie schlimmer als die Krankheit sein, aber das ist genau das, was hier fortgesetzt getan wird. Menschen sollen Angst bekommen. Ist das nicht schön? Hört ihr, ich weiß nicht, ob man das Rauschen der Wellen hören kann. Ich habe ja auf dem Mikrofon vorne so eine Kugel drauf, damit es nicht so viele Störungen gibt. Menschen sind gestorben, weil man sie beatmet hat. Menschen sind gestorben, weil man sie aggressiv behandelt hat. Und von vornherein kam der Ruf nach einer Impfung. Eine Impfung? Eine Impfung, die keinen Sinn macht, weil wir haben jetzt auch wiederum eine neue Studie, ist unter anderem im Fokus erschienen, dass 85% der Menschen in Deutschland bereits jetzt eine sogenannte Kreuzimmunität haben. Das heißt, sie sind gegen das Coronavirus, wenn es das in der Form gibt, längst immun. Weil sie gegen andere Coronaviren immun sind. Aber das interessiert niemand. Und wenn man über alternative Heilmethoden spricht und dort große Erfolge hat und Studien hat, dann darf man das nicht. Weil dann wird man bei YouTube gelöscht. Und wenn man darüber spricht, dass hier Unrecht begangen wurde, dass Politiker ein Gesetz erlassen haben und dafür eine Erkrankung als Rechtfertigung herangezogen haben, wobei sie wichtige Aspekte ausgelassen haben und insbesondere sich nicht darum gekümmert haben, andere Experten zu fragen. Nein, im Gegenteil, nicht nur nicht gefragt, sondern sie bewusst ignoriert hat. Dann hat das nichts mehr mit einem Rechtssystem zu tun. Es
Es wird schlimmer. Weil die Politik die Daumenschrauben stärker anzieht, das Demonstrationsrecht in Frage stellt und wir haben in Berlin erlebt, dass viele Menschen gekommen sind, viel mehr als die Veranstalter und auch ich selbst erwartet hatte. Ich hatte mit einem Bruchteil davon gerechnet und ich habe mich sehr gefreut und habe in den letzten Tagen wahnsinnig viele E-Mails bekommen, in denen stand, das nächste Mal komme ich auch. Und ich sehe es an der Zunahme der Anmeldungen in meiner Partei, Wir 2020. Ich sehe es an den zunehmenden Abozahlen auf meinen Kanälen, dass diese Bilder Menschen erreicht haben und Menschen darüber nachdenken, warum so viele Menschen auf die Straße gehen. Und wenn Sie glauben, wir sind alle lebensmüde, weil wir uns dort getroffen haben, dann muss ich Ihnen sagen, wir sind es nicht. Wir sind lebenslustig, wir sind lebensfroh und wir wissen, dass Menschen es brauchen, in den Arm genommen zu werden, dass Menschen es brauchen, in Gesichter zu schauen, die Mimik wahrzunehmen. Und wir sind lebensfroh, weil wir genau wissen, dass wir uns bei dieser Veranstaltung nicht anstecken konnten, weil es in Deutschland keine Ansteckungsgefahr mehr gibt. In anderen Ländern sind wir vielleicht an einem anderen Standpunkt dieser Erkrankung. In Deutschland sind wir seit langem keiner Gefährdung mehr ausgesetzt. Wir gefährden nur unsere Wirtschaft. Wir gefährden unsere Psyche. Die Menschen haben Angst und man sieht es ihnen an. Wir misshandeln unsere Kinder, indem wir sie zwingen, Masken zu tragen. Es gibt weltweit keine Studie, die zeigen würde, dass jemals ein Kind einen Lehrer angesteckt hätte, dass Kinder irgendeine Gefahr hätten, sich oder andere anzustecken. Im Gegenteil, es wurde mehrfach widerlegt. Aber die Demütigung ist noch nicht weit genug gegangen, also haben die Politiker beschlossen, dass in vielen Bundesländern bereits die Schüler jetzt auch im Unterricht eine Maske tragen sollen. Ich persönlich empfinde das als Kindesmisshandlung. Es hat nichts mit Kindeswohl zu tun. Kinder werden instrumentalisiert. Die Kinder werden paranoid. Sie kriegen Angst, eingeimpft vor etwas, was für sie nicht gefährlich ist. Im Moment wird überall diskutiert. Waren es 1,3 Millionen oder 20.000? Naja, 20.000 waren es sicher nicht. 1,3 Millionen, weiß ich nicht. Es gibt Berechnungen von der Größe des Platzes und von den Menschen, die dort stehen, die durchaus eine Million realistisch erscheinen lassen. Aber lassen Sie es 500.000 gewesen sein, 800.000, 100.000, ist egal. Es waren so viele Menschen, dass es sehr an die Bilder von 1989 erinnert. Nur dass die Regierung der DDR daraus eine Konsequenz gezogen hat, die Regierung der BRD aber nicht. Und dass es auf der Straße des 17. Juni stattgefunden hat, wo 1953 die DDR Panzer hat aufrollen lassen gegen ihre eigenen Bürger, das ist diesmal nicht passiert und ich danke den Polizisten. Und diese Polizisten haben gespürt, dass es hier um Demokratie geht, dass es hier um Freiheit geht, dass es hier letztlich um unser Grundgesetz geht. Es gibt keine zweite Welle. Es gibt keine Notwendigkeit, sich zu impfen. Und es gibt auch keine Aussicht auf eine funktionierende Impfung. Weil wäre das der Fall, dann gäbe es längst eine Impfung gegen HIV. Denken Sie darüber nach. Die Viren sind angeblich sehr ähnlich, nur dass das SARS-CoV-2-Virus noch geringer und kleiner ist.
Es gibt keinerlei medizinischen Grund für eine Maske, weil diese Maske tatsächlich niemand nützt. Wenn diese Maske jemand nützen würde, müsste man irgendeinen Effekt sehen in den Kurven vom Robert-Koch-Institut. Das ist nicht der Fall. Die Einführung der Maskenpflicht werden Sie an der Kurve nicht erkennen. Sogar der Lockdown hat keinen Effekt gehabt, außer dass er Menschen in die Armut getrieben hat, Arbeitsplätze zerstört hat, die Wirtschaft verstört hat. Jeden Tag werden mehr Menschen wach und die Menschen werden aufstehen und wir werden gemeinsam über alle Lager hinweg, links, rechts, oben, unten, unsere Demokratie wiederherstellen. Unsere Demokratie verbessern, eine Demokratie schaffen, in der wirklich das Volk das Sagen hat und nicht mehr die Wirtschaft und nicht mehr einzelne Politiker. Wir werden diese Welt verändern und diese Veränderung wird von Deutschland ausgehen. Die meisten Experten weltweit, die sich der Aufklärungsarbeit gegen die Corona-Hysterie angeschlossen haben, stammen aus Deutschland und aus deutschsprachigen Ländern. Wir werden alle erwecken, wir werden allen zeigen, dass sie betrogen wurden und das wird wehtun. Es tut sehr weh, wenn sie merken, sie haben ihren Beruf völlig unnötig verloren, ihr Vermögen, ihr Einkommen, ihre Freiheit, ihre Reisefreiheit. Es tut weh, wenn sie merken, dass sie Menschen denunziert haben, weil sie geglaubt haben, sie tun das Richtige. Es wird wehtun zu erkennen, dass die Regierung uns nicht schützen möchte, sondern dass wir das, was wir erleben, leider Gottes mittlerweile ein totalitärer Staat geworden ist, der jeden Tag weiter Freiheitsrechte einschränkt. Es tut weh zu erkennen, wenn man belogen wird. Ich belüge Sie nicht. Ich möchte, dass Sie sich selbst informieren und ich möchte, dass Sie die Zahlen nehmen, dieselben Zahlen, die ich analysiere, dieselben Zahlen, die viele andere und jeden Tag sind es mehr analysieren. Ich glaube an eine gemeinsame Welt. Ich glaube an eine schöne neue Welt. Und ich glaube auch, dass das, was mir viele gläubige Menschen schreiben, dass sie sagen, wir befinden uns kurz vor der Apokalypse und schreiben mir Verse aus der Johannes-Offenbarung. Ich glaube an einen gütigen Gott und dieser gütige Gott liebt seine Menschen und liebt seine Kinder. Und er gibt uns die Möglichkeit, was zu tun und das hat er immer getan. Es ist allerdings an uns, daran aufzuwachen und etwas zu tun. Und es ist nicht die Aufgabe von einem Gott, dass er für uns die Probleme löst, die wir selbst geschaffen haben. Wir haben diese Regierungsform geschaffen. Wir haben zugelassen, dass Einzelne die Macht auf diesem Planeten komplett alleine innehaben. Wir haben versagt, die Politik zu kontrollieren. Wir haben uns lange belügen lassen. Wir sind auf die einschläfernde Wirkung der öffentlich-rechtlichen Medien hereingefallen und haben das konsumiert, was man uns als Wahrheit vorgegeben hat. Ich selbst habe vor einiger Zeit aufgehört, Nachrichten im Fernsehen zu schauen, eine Nachrichtendiät gemacht, wie das viele Bücher empfohlen haben. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich diese Veränderung, die im Moment in der gesamten Welt um sich greift, auch nicht bemerkt. Ich bin sehr froh, dass ich gelernt habe, mir meine eigene Meinung zu bilden,
Sachen nicht einfach blind zu glauben. Und dass ich gelernt habe, mich nicht von staatlichen Drohgebären einschüchtern zu lassen. Ich bin überzeugt davon, dass das Gute im Menschen stärker ist. Und mit der Zeit habe ich etwas beobachtet. Und das konnte man auch bei der Demo in Berlin sehr gut sehen. Die Menschen sind geradezu süchtig danach, sich zu berühren, ihre Emotionen zu zeigen, ihre Gesichter zu zeigen, sich in den Arm zu nehmen, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Schlechte Menschen können das nicht. Sie haben Angst vor Berührung, sie haben Angst, angefasst zu werden. Sie haben Angst, dass man ihr Gesicht sieht. Sie verstecken sich. Sie wie ein Herr Söder, der schon lange sein Gesicht bei jeder Gelegenheit hinter seiner blau-weißen Gesichtsmaske versteckt. Emotionen bei Politikern habe ich noch keine gesehen. Ich habe viele Menschen getroffen, die geweint haben, gelacht haben. Ich habe Glück und Liebe gefühlt bei dieser unglaublichen Begegnung in Berlin. In meinem Herzen habe ich mehr als 1,3 Millionen Menschen gespürt. Ich habe eine Welle von Liebe gespürt und ich habe auch das gefühlt, was alle die, die nicht kommen konnten, uns an Signalen geschickt haben. Wahnsinnig viele Menschen haben für uns gebetet und ihre Gebete haben uns beschützt und ich bin dankbar dafür, dass andere an diesem so wichtigen Tag an uns gedacht haben. Und ich bin sehr froh, dass ich vor Ort war, dass ich sehen konnte, dass die Polizisten, die da waren, nicht blind einer Staatsgewalt folgen, sondern ein Gewissen haben. Und dieses Gewissen hat ihnen verboten, Gewalt anzuwenden. Aber sie waren keine Täter, sie waren Opfer. Und es geht eine Veränderung durch die Bevölkerung und das können wir spüren. Schauen Sie sich die Zahlen an, schauen Sie sich die kritischen Stimmen an und ganz besonders suchen Sie nach den Emotionen, lesen Sie die Gesichter von Herrn Wieler, von Herrn Söder, von Herrn Spahn, von Frau Merkel. Herr Spahn ist eine besondere Figur, finde ich. Er hat in etwas über 2 Jahren mehr Schaden angerichtet im Gesundheitssystem als jemals jemand vor ihm. Er hat versucht, uns alle dazu zu zwingen, Organspende zu machen. Er versucht immer noch an alle Patientendaten ranzukommen über die Telematikinfrastruktur und zieht die Daumenschrauben gegenüber den Ärzten an. Er vertritt eine Gesundheitspolitik eines totalitären Staates und ist bereit, das Leben von allen Bürgern im Zweifelsfall zu opfern, weil er ein ungeprüftes Medikament oder eine ungeprüfte Impfung propagiert und tatsächlich auch die entsprechenden Impfmengen schon geordert hat. Ich weiß nicht, warum Sie diesem Mann vertrauen können. Ich kann es nicht. Er ist ein Lobbyist der Pharmaindustrie. Schauen Sie sich seine Gefühle an. Schauen Sie sich sein Gesicht an. Dieser Mann ist nicht ehrlich. Er ist machtbesessen, er ist korrumpiert. Und ihm ist jedes Mittelrecht, sein Ziel zu erreichen.
Aber wir sind mehr und wir sind stärker und wir können diese Welt verändern und wir werden diese Welt verändern. Und jeder von uns, der da war, hat es gespürt. Er hat gespürt, dass wir eine Kraft haben, die größer ist als eine Polizeigewalt. Er hat gespürt, dass wir Menschen erreichen können. Und jeder Einzelne, der da war, wird Menschen erreichen. Und jeden Tag werden wir mehr. Die zweite Welle ist nicht die New Economy. Die zweite Welle ist nicht der zweite Lockdown, schon gar nicht ein gefährlicher Virus. Die zweite Welle, das sind wir. Die Menschen der Bundesrepublik Deutschland und der Welt, die gelernt haben, dass die Freiheit der stärkste Virus ist oder das stärkste Virus ist. Dass Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie das ist, was uns verbindet. Und wir werden verhindern, dass dieser Plan, der von vielen sogenannten Entscheidern in dieser Welt gefallen wurde, scheitern wird. Helfen Sie mit, machen Sie mit, egal wo. Es ist im Moment völlig egal, welche Ideologie Sie angehören. Ob Sie links sind, ob Sie rechts sind, ob Sie oben sind, ob Sie unten sind. Ob Sie zu meiner Partei gehören oder zu einer anderen oder ob Sie nur in einer Bürgerinitiative sind oder ob Sie alleine sind. Wir alle haben im Moment ein Ziel. Die einzigen, die unsere gemeinsamen Gegner sind, sitzen in der Regierung und in den sogenannten Volksparteien. Das sind die, die sich an unseren Kindern vergreifen, die sich an unseren Grundrechten vergreifen, die unsere Freiheiten stehlen und die versuchen, eine faschistoide Gesundheitsdiktatur aufzubauen. Und bevor ihr mir jetzt wieder alle möglichen Briefe schreibt, ich soll das runternehmen, weil die und die Äußerungen sind gefährlich für was und was auch immer. Ich bin ich. Ich äußere hier meine Meinung und das ist meine persönliche Meinung. Und es interessiert mich nicht, ob sie irgendjemand nicht gefällt. Weil jeder kann eine eigene Meinung haben und auch das ist Demokratie. Und wenn ihr eine andere Meinung habt als ich, dann freue ich mich darüber. Und dann freue ich mich darüber, wenn ihr sie äußert und auch wenn ihr sie irgendwo einbringt. Und auch wenn meine Äußerungen vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen werden, der zum Beispiel in meine Partei mit eingetreten ist oder in unsere gemeinsame Partei Wir 2020, dann ist dies meine Meinung. Und meine Meinung werde ich vertreten und ich werde sie nicht irgendwelchen Programmen einordnen, unterordnen, sondern ich werde immer meine eigene Meinung vertreten und sagen. Das ist auch das, was ich meinen Kindern beibringe. Das ist das, was ich versuche hier allen Menschen zu sagen. Niemand hat das Recht, euch eine andere Meinung aufzudrücken. Ich nicht. Aber auch unsere Regierung nicht. Vertraut eurem Instinkt, vertraut eurem Bauchgefühl. Und bei manchen Menschen, wenn ich sie treffe, dann stellen sich mir buchstäblich die Nackenhaare. So wie einem Hund. Und ich weiß, dass ich diesem Gefühl in den meisten Fällen vertrauen kann. Bei Herrn Spahn haben sich mir schon sehr früh die Nackenhaare gestellt, bei Herrn Lauterbach noch viel früher. Diese Menschen sind gefährlich. Diese Menschen wollen nur Macht und wollen herrschen. Ich möchte meinen Frieden, ich möchte meine Freiheit. Und die ist mir wichtiger als alles andere. Macht eure eigenen Statements, macht eure eigenen Meinungen, veröffentlicht sie im Netz. Nutzt dazu bitte unabhängige Medien, BitChute, Telegram und ähnliches.
denkt daran, und viele wissen das nicht, es gibt kein Land auf der Welt, wo so viel zensiert wird wie in Deutschland. Haben Sie das gewusst? Haben Sie geglaubt, wir leben in einem freien Land? Haben Sie geglaubt, hier herrscht Meinungsfreiheit? Schauen Sie sich die Bilder aus Berlin an. Schauen Sie sich die Meldungen aus der Presse an mit 20.000 Teilnehmern. Naja, ich glaube, es glaubt keiner daran, dass das 20.000 waren, oder? Wenn das 20.000 gewesen wären, dann hätte jeder mehr als 2 Quadratmeter Platz auf dieser Meile gehabt. Und wir hätten überhaupt keine Probleme mit der Hygieneordnung gekriegt. All das können Sie ausrechnen. Und rechnerisch passt auf die Fläche, wo die Menschen standen, 1 Million Menschen. Und viele wurden nicht mehr zugelassen, weil die Polizei die Veranstaltung abgeriegelt hat. Die Medien sind nicht mehr frei. Ich appelliere hier noch einmal auch an alle Journalisten. Wenn Sie Kinder haben, wenn Sie in den Spiegel schauen wollen und wenn Sie stolz sein möchten und nicht irgendwann hören wollen, warum hast du das gemacht, dann reagieren Sie endlich. Und im Zweifelsfall legen Sie Ihren Beruf nieder. Menschen, die so handeln, die so mit ihrer Freiheit umgehen, interessiert es nicht, ob Sie später Ihren Beruf noch haben oder nicht. Wenn Sie Systemjournalist sind, kehren Sie dem System den Rücken. Und es gibt eine tolle Gruppierung, die sich darum kümmert, die Ihnen hilft. Was dagegen zu machen. Und die Whistleblower, wie Ihnen hilft. Und ich werde sie unten verlinken, direkt nicht am Anfang. Werden Sie frei. Hören Sie auf, Angst zu haben vor einem Virus, was nicht mehr existiert. Was vielleicht nie existiert hat. Das, was wir gesehen haben, war mit großer Sicherheit einfach nur eine Grippewelle. Und eine Grippewelle, auf die wir in barbarischer Art und Weise unsere Kameras mit dem Zoom-Objektiv draufgehalten haben und in unverantwortlicher Weise Panik und Angst geschürt haben. Wenn Sie dieses Video sehen, laden Sie es runter, verteilen Sie es. Es wird nicht lange auf YouTube zu sehen sein. Und genießen Sie Ihr Leben, lieben Sie Ihr Leben. Gott hat uns einen wunderbaren Planeten geschenkt und er liebt alle seine Kinder. Und wenn er nicht wollte, dass es auf allen Kontinenten Kinder mit verschiedener Hautfarbe und verschiedenen Meinungen gibt, dann gäbe es sie nicht. Wir sind eine Menschheitsfamilie und wir sind alle Gottes Kinder. Und daran sollten Sie denken, wenn Sie irgendwelche, wie auch immer, gerichteten, radikalen Daten oder Ideen haben. Ich möchte übrigens noch was sagen, weil ich das immer wieder kriege. Es gibt nur einen Gott und Jesus war sein Sohn und da steht so drin und ich soll aufhören davon zu reden, dass wir alle einen denselben Gott haben. Und ob er jetzt Manitou, Jehova, Yahweh oder wie auch immer oder Allah heißt. Gott war kein Deutscher und er kam nicht aus Braunschweig. Und die Bibel war nicht ursprünglich in Deutsch. Das, was hier viele radikal als Deutsch, als Gottes Wort auslegen und dazu deutsche Worte heranziehen, wurde mehrfach übersetzt. Und vorher wurde es nur von Mund zu Mund weitergegeben, bevor es niedergeschrieben wurde. Daran sollten Sie denken. Jesus war jemand, der nicht in Deutschland gelebt hat. Und da ich immer wieder diesbezüglich von vielen deutschen Christen Briefe kriege, die mich darauf hinweisen, auf die Heilige Schrift, bitte ich das mal zu bedenken. Es wäre mir nämlich ein persönliches Anliegen. Jesus selbst hat nie gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Er hat es gegenüber Pilatus sogar gesagt, das ist das, was ihr sagt. Er selbst hat es nicht gesagt. Das haben seine Jünger gesagt und sie haben es geschrieben. Jesus hat Liebe gepredigt. Jesus hat Vergebung gepredigt. Jesus ist zu Menschen gegangen, die andere ausgegrenzt hat. Jesus ist zu Menschen gegangen, die krank waren.
Und er hat sich gerade mit Bevölkerungsgruppen getroffen, mit denen sich sonst niemand getroffen hat. Und deswegen glaube ich an ihn, weil ich glaube, dass er Gottes Wort verstanden hat. Und das war auch das, was er seinen Jüngern gesagt hat, dass er sein Wort hinaus in die Welt tragen sollen. Und dass sie seine Lehre hinaus in die Welt tragen sollen. Und das ist die Aufgabe von Menschen, die an ihn glauben. Das ist die Aufgabe von Christen. Das ist aber auch die Aufgabe von anderen gläubigen Menschen. Liebe und Vergebung, ich bin auch nicht auf Rache aus gegenüber von Angela Merkel, an Spahn oder wem auch immer. Ich hätte gerne, dass sie sich bei den Menschen entschuldigen, denen sie das angetan haben, die sie benutzt haben, die sie instrumentalisiert haben, denen sie Angst gemacht haben. Das wäre für mich das Wichtige und das wäre aus meiner Sicht auch genug. Und dann sollten wir zusammen eine neue Welt bauen, über die Grenzen hinweg. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mithelft. Danke. So, hallo, kleiner Nachtrag noch vom Strand, was mir vorhin nicht eingefallen ist, das gebe ich zu, ist die Organisation, die heißt mutigmacher.org. Mutigmacher.org ist die Idee, dass wenn du oder sie oder ihr Sachen habt, die euch auf dem Gewissen lasten im Zusammenhang, gerade jetzt auch zum Beispiel mit der Berichterstattung um Covid-19 oder auch dem, was, wenn ihr Politiker seid oder Juristen oder was auch immer. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch bei mutigmacher.org zu melden, die eure Informationen vertraulich behandeln, die euch helfen, einen Anwalt zu finden, der euch unterstützt, die euch auch helfen, vielleicht hier unerkannt zur Aufklärung beizutragen. Also mutigmacher.org, eine tolle Initiative. Ich kenne die Gründer persönlich. Es sind Menschen, denen ich vertraue. Und ihr könnt das auch. Danke. Ja, und das habe ich leider heute Morgen gesehen, als ich beim Frühstück in der Nähe vom Markt gesessen habe. Das ist jemand in Holland, der aufpasst, dass man 1,50 Meter Abstand hält und dass alle nur in der richtigen Richtung um den Marktplatz herumgehen. Irre. Und hier noch einmal kann man erkennen, wie massiv die Tests gesteigert wurden im Robert-Koch-Institut, damit die Fälle ansteigen, also damit es mehr positive PCR-Teste gibt. In Wirklichkeit gibt es in Deutschland keine Neuinfektionen, sondern lediglich eine stark erhöhte Testzahl. Das ist keine Art und Weise vorzugehen. Und zum Abschluss noch die Bilder vom Juni 1953, wo von Faschisten und Konterrevolutionären geredet wurde. 1989 sprach man in der aktuellen Kamera von Chaoten und Provokateuren aus der BRD. Und heute sieht die Sache auch nicht sehr viel anders aus. Heute sind es dann die Verschwörungstheoretiker. Was wir hier gemeinsam erleben, ist keine Demokratie. Was wir erleben, ist Propaganda. Was wir erleben, ist eine gigantische Lüge. Bitte verteilen Sie dieses Video, bitte schauen Sie sich andere Videos an und gehen Sie auch auf die Seite swprs.org. Dort gibt es wahnsinnig viele Informationen zum Thema Covid-19, die Sie in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht finden. Danke fürs Zuschauen.